Ja, meine Lieben, es ist wieder Wochenende, es ist wieder Sonntag und damit herzlich willkommen zurück zu Firewatch. In der letzten Folge haben wir dieses, ja, mysteriöse, abgesperrte Gelände hier gefunden, wo natürlich der Zutritt verboten ist. Und wir haben ein Problem. Ihr seht, wir kommen einfach nicht rein. So, und da ist unserer schlauen Delilah eingefallen. Besuche den kontrollierten Brand südlich des Ruby River. Genau. Weil dort könnte ja eine Axt liegen. Jetzt ist natürlich die Frage. Also, hier ist der Ruby River. Da ist dieses komische Camp. Irgendwo da unten hat es gebrannt. Heißt, da müssen wir hin. Also, wir müssten erst zu unserem Tower zurück. Und dann hier runter. Ist jetzt die Frage, wie kommen wir am besten zu unserem Tower? Wir können. Also, wir gehen jetzt wieder in den Süden runter. Den Canyon am besten entlang. Runter zu unserem Turm. Und dann darunter. Oder warte mal, wir könnten. Nee, ich glaube, wir gehen da bei unserem Tower lang. Okay. Pack die Mappe erstmal weg. Ich weiß ja, wo ich hergekommen bin. So. Und da sprinten wir die Folge auch mal ein bisschen, weil sonst kommen wir, glaube ich, nie da unten an. Na komm, sprint schön weiter. Wo ist Speicher? Ich finde es nie gut, wenn dieses Spiel speichert, weil dann passiert immer irgendwas. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt rennen wir wieder herunter. So, und das dürfte jetzt unser Canyon sein, ne? Jawohl. Dann laufen wir den einfach mal runter. Nein. Will nicht mit dir reden. Sorry. Aber kommt denn jetzt die Mucke her? Hui. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie Ausdauer hat, aber ich lasse einfach mal R gedrückt und dann guck mal, wie lange er rennen kann. Weil wir wollen ja schließlich noch irgendwann in dieser Folge ankommen. Ja, bei uns nur nicht. Ach ja. Has anything strange been happening on your end? No, nothing really. Nothing really or nothing? Nothing. My door was open the other night, but that's not strange. That doesn't sound like nothing. It's nothing, I promise. All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah. Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground, kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry. It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, I'm not, okay? Let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Ach ja. Ich habe schon gedacht, wo muss ich hin? Aber ich muss ja.
Muss ja durch die Höhle, so war das ja, ne? So, hier komme ich ja noch nicht lang. Tja. Aber wir hatten das ja auch schon, dass unser Tower. Ja, jetzt hast du es endlich. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. He had his dad to protect him. Ned, right? Yeah. You don't think he could? No, you're probably right. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Eben. Der Papa hat schon immer recht. Obwohl ich ganz ehrlich nicht wirklich daran glauben kann, dass denen irgendwas Gutes passiert ist. Wenn ich bis jetzt so sehe, was hier mit uns so abgeht. Aber gut, wer weiß, vielleicht finden wir die ja sogar in diesem abgesperrten Ding oder so. Man kann es nie wissen. So, wir sind wieder am Tower. Yay. So, Generator läuft, sehr gut. So. Ich muss leider immer wieder auf die Karte gucken, weil das ist echt schwierig. Okay. Wir müssen hier runter. Da runter müssen wir, ja. Glaube ich zumindest. Ich weiß es doch auch nicht. Ist ja alles immer ein bisschen kompliziert gebaut und so. Aber das sieht schon mal gut aus. Das sieht zumindest nach dem Fluss aus, den wir suchen, ja, ja, ja. Oh. Whoa, the flapjack fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Hop. Und hop. Na komm. Ich wollte gerade sagen, ist doch Wasser, können wir auch durchlaufen. So. Mal wieder eine Versorgungskiste. Öffnen. 1, 2. Ja, wie gesagt, ich finde es noch immer total sicher, was die hier machen. Oh, wir haben schon wieder eine Karte. Sehr schön. So, Karte ist aktualisiert. Da haben wir wieder eine Nachricht. Oh. Wieder schön viel Toilettenpapier. Und Bücher. Interessant, interessant. Also, da war wohl. Also, an Lektüre hat sie nicht gemangelt. Oh, 65 Cent. Billig. Ja. Wunderschön. Was liegt da noch? Eine Chance auf den Tod. Was? Okay. Ja, hier, hau weg. Nachricht. Lesen. So, was haben wir denn hier? Hi Ron. Ich wünschte mir, die da oben würden uns Funkgeräte geben, die nicht komplett für den Arsch sind. Okay. Meistens schreibe ich ja lieber, aber ab und zu wäre es schön, dich sofort erreichen zu können. Das wäre vielleicht als Feuerwächter jetzt nicht so schwierig.
Meine Schwester hinterlässt mir dauernd Nachrichten in der Zentrale. Sie versteht wohl nicht so ganz, dass ich den Job hier angenommen habe, damit ich Ruhe vor ihr und unserer Mutter habe. Ich sitze schon eine Weile hier und überlege, was ich ihr sagen soll, habe aber bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich, Dave. Och Mann, die haben immer voll die schönen Nachrichten hier hinterlassen. So, nehmen wir natürlich mit. So, mach die Truhe zu. So, jetzt gucken wir mal auf unsere Karte. Bam. Und wir sehen... Yay. Dahinter müssen wir. Alles klar. Also erstmal weiter in Süden. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Bin dabei. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Ugh, are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. It's just it. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Mm-hmm. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. I mean, that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. Mm-hmm. Sehe ich auch so. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? That pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Halt. Nein. Hier ist der Map raus, du musst antworten. Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That Achtung. Sign would look great in a den, or, you know, anywhere. Okay. So, jetzt werden wir doch hier endlich mal ankommen. Mensch. Jawohl. Guck mal, Kinder. Camp. Camp sonst wie. Was? Araber, weißt schon. So. Das ist mal ein wunderschöner Screenshot geworden. Ja. Melde mal. Camp Arapaho. You're there? Yeah, yeah. Since the 50s. I was never really into the idea of the scouts. Ah. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Guter Plan. Hier sieht schon ein bisschen kaputt aus. Hui! Weiter Sprung nach unten. Easy. Oh, das wäre aber nicht so gut, wenn wir da reingefallen wären. So, liebes Camp. Wo gibt's hier eine Axt? Alter. You ever talked to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. What type of nerdy hobbies are we talking about with him? Like, a marching band? Oh, no. Like, comics, model rockets, wizards and wyverns, you know. Ugh. Hey, thanks to Brian, I can almost recall by memory the armor classes of most dragons. The what? No, you can't. Hey, Planar Dragon's armor class. Let's see. Okay, no, I believe you. We're good. Oh man. Die zwei sind schon süß. Da kann man nichts sagen. I guess these little shelters are where they keep the Weeblos. For the past 35 years, yeah. Ist hier noch irgendwas? There are bear traps out here in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up. Ich
10 for 1. Alter, hier war echt ein ganz schöner Bücherwurm unterwegs, würde ich behaupten. Hier haben wir wieder eine Vermisstenanzeige von Mitch Michaels. Hatten wir den schon? Weiß nicht, wir hatten ja so ein paar Sachen gefunden. Aber irgendwie sagt mir das was. Warte mal. Ja, das hat man glaube ich schon gesehen, ne? Ah, komm, wir nehmen es mal mit. So. Jetzt mal gucken, gibt es hier noch was? Nö, gut. So, weiter geht's. Ich will doch nur eine Axt haben, Freunde. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Damn. Natürlich haben sie die Axt dort vergessen. Lass mal gucken, was wir noch so haben. I found a little trowel. Maybe I should take it with me. Could use it to pop open beers. Wow, 99% sure that's for burying poop. I am gonna leave it here. Ja, ich heb die jetzt auch nicht auf. Nein. Hey Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Did it say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf. Oh warte, Dr. ich lass ihn erstmal ausreden. Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would need someone to give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Uns. Schuppmexen. Nee. Us. They're researching us. You think they're studying you and me? Ja, anscheinend. I do. Yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? I'm gonna do a scan for supplies and then figure out a way to get back over that ravine and hike towards the site. Sounds good. Check in when you can and keep an eye out for anyone following you. Darf ich jetzt lesen? Danke. Um Gruppenführer. Betreff Wapiti Station. Okay. Gruppenführer Boss Carson. In den kommenden Tagen werden Sie und Ihr Team in der Region Thoroughfare im Shoshone Staatsforst eingesetzt, um südlich des Wool River eine Feuerschneise anzulegen. Ich schreibe Ihnen im Auftrag von Dr. Ben Simmons, Wapiti Station. Er wandte sich wegen der möglichen Bedrohung seiner Forschungseinrichtung durch einen Flächenbrand an den Oberbrandinspektor. Bei Ihrer Rückkehr wird ein Mitarbeiter seines Büros Sie bezüglich einer Gefährdungsbeurteilung für die Region kontaktieren. Ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, dass kein Grund zur Sorge besteht und die Feuerschneisen Ihres Teams eine äußerst wirkungsvolle vorbeugende Maßnahme zum Schutz Ihrer Einrichtung sind, zumal sie mehrere Kilometer entfernt ist. Ich schätze, es geht dabei mehr um Versicherungsfragen. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Dienste. Okay. Wir nennen es mal weiterhin merkwürdig. Ah. I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Yeah, I'm out of here. Hack ein. So, jetzt die Frage. Wie komme ich hier am leichtesten weg? Oh, warte. Ich sehe hier hinten ist ein Weg. Da-di-da-di-da. Ah, jetzt kann ich mich endlich durch die Dinger hacken. Das ist ja schön. Okay, na, jetzt wird aufgeräumt. Wart eine Axt.
Ist die Frage, wo komme ich hier lang? Oder. Ah, oh. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, wir fällen einfach mal den Baum. Hallo? Darf ich? Und weg damit. Kommt drüber. Hallo? Ich würde gerne da. Ah. Geschafft, YOLO, easy. Are you there? I had a thought. Let's hear it. Hau raus. You heard someone in the bushes. Ja. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees, in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right, so tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Alter, there was? Isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Es wird immer mysteriöser hier. Tag 77. Freunde. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today. The Flapjack Fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, Sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Weiß ich doch nicht. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Hier ist Pflanzenposter an. Was? Es ist total verwirrend in diesem Spiel. Entweder geht gerade die übelste Spannung ab und man weiß nicht, was los ist, und dann kommt auf einmal Überblende zum nächsten Tag und ich soll mir Pflanzenposter angucken. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Ja. Cottonwood. Let me look at it and I'll tell you. No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Hat die gesoffen? Aha. Which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree and you'll have a wonderful afternoon. Ich glaube, ich habe den wonderful afternoon, wenn ich hier mir den Whisky nehme. So, Freunde. Wir gehen mal fix den Tower runter. Ja. Und wir rennen und wir rennen. So, kurzer Stopp. So, wir gucken auf die Map. Auf die Map. Cottonwood Creek. Das ist wohl... Ja, stimmt, Cottonwood. Das meint sie wohl. Okay.
Und ich würde sagen, das, meine Lieben, schauen wir uns in der nächsten Folge an, was unsere anscheinend betrunkene Kollegin da von sich gegeben hat. Die war mir echt zu fröhlich, die hat bestimmt eingesoffen. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Restsonntag. Und ja, macht nicht zu viel, entspannt noch ein bisschen. Ich werde es auch tun. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!